Herzlich willkommen zur Preisverleihung des 6. Jugendfotopreis der Oberpfalz. Ich gebe gleich ab an Romina Neub von der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz. Hallo, ich bin Romina, Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz und Projektleitung beim Jugendfotopreis Oberpfalz. Ich freue mich heute, mit euch heute Abend die Preise beim Jugendfotopreis Oberpfalz überreichen zu dürfen. Der Jugendfotopreis ist ein Fotowettbewerb für alle 14- bis 26-Jährigen aus der ganzen Oberpfalz und ist eine Veranstaltung der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz, vom Bezirksjugendring Oberpfalz, vom JFF, dem Institut für Medienpädagogik und dem W1, Zentrum für junge Kultur, in dessen Räumlichkeiten wir heute auch hier drehen dürfen. Unterstützt wird das Ganze vom Bezirk Oberpfalz und von der C3 Marketingagentur, der wir unsere tolle Webseite verdanken dürfen. Genau, das Thema in diesem Jahr haben die Jugendlichen selbst gewählt, nämlich Life Begins at the End of Your Comfort Zone mit dem Obertitel Trau dich. Da dürften Sie Vorschläge einschicken über die Summer Challenge und dann auch gemeinsam abstimmen. Und die Reaktion war unglaublich überwältigend, denn wir haben über 105 Fotos dieses Jahr bekommen, die zeigen, dass ihr auch keinen Bock mehr auf diese Krise habt, aber gleichzeitig auch ganz, ganz viel Hoffnung mitbringt, um das Ganze hier zu schaffen. Ja, Stichwort Pandemie. Leider hat nicht alles so gut geklappt in diesem Jahr, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber wir haben dank Social Media, wie zum Beispiel unserem Instagram-Account @jugendfotopreis, auch super viele Rückmeldungen von euch bekommen und können auch jetzt hier das Ganze über YouTube euch zeigen. Und weil leider auch nicht alle mit dabei sein können, die hierfür mitverantwortlich sind, haben wir super tolle Videobotschaften eingeholt, wie zum Beispiel die von unserem Vorsitzenden des Bezirksjugendrings, Philipp Seitz. Hallo, ich bin Philipp Seitz und Vorsitzender des Bezirksjugendrings. Der Bezirksjugendring der Oberpfalz ist der Zusammenschluss der Jugendverbände in der Oberpfalz, in denen annähernd 200.000 Kinder und Jugendliche organisiert sind. Die Aufgaben des Bezirksjugendrings sind sehr vielfältig. Wir beraten und fördern die Jugendorganisationen, bieten viele interessante Workshops, unter anderem auch für Jugendgruppen auf Kreis- und Ortsebene an, sowie für die Gemeindejugendarbeit und unterstützen gezielt Jugendmediengruppen. Und natürlich noch vieles mehr. Corona ist für uns alle eine große Herausforderung und mittlerweile auch ganz schön nervig. Daher freuen wir uns umso mehr, dass so viele von euch diesmal beim Jugendfotopreis mitgemacht haben. Der Jugendfotopreis Oberpfalz ist seit 2015 eine feste Größe in der Oberpfälzer Jugendkulturarbeit, worüber wir uns als Bezirksjugendring besonders freuen. An dieser Stelle gilt mein Dank insbesondere dem engagierten Team der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz, dem JFF Institut für Medienpädagogik, dem B1 und dem Bezirk Oberpfalz. Ich bin schon gespannt, wer diesmal die Preise mit heimnehmen darf und drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Viel Erfolg und nächstes Jahr sehen wir uns dann hoffentlich in Präsenz wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Es folgt die Vorstellung der diesjährigen Jury, die besteht aus Dominik Huber aus dem W1, Annabel Jübner vom JFF, FlossenTV und dem Fotografen Kilian Schönberger sowie die Fotografin Katharina Magess. Mein Name ist Annabel Jübner und ich hatte dieses Jahr auch die Ehre, beim Jugendfotopreis Oberpfalz als Jurymitglied dabei zu sein. Ansonsten arbeite ich sonst am JFF, Institut für Medienpädagogik, in der Praxis und beschäftige mich in meinen Projekten vor allem so mit den Themen Social Media und aber auch Fotografie. Und bin auch noch für die Fotocommunity für Kinder, die heißt Knipsclub, zuständig. Ja, mir hat die Arbeit in der Jury total viel Spaß gemacht. Ich fand, dass ihr das Motto dieses Jahr total gut interpretiert habt und habe mich über die kreativen Fotos von euch gefreut. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Preisverleihung. Hi, wir sind eure Jurymitglieder Daniel und Johannes vom YouTube-Kanal FlossenTV Geschichte erleben. Und was wir jeden Donnerstag Spannendes auf YouTube präsentieren, das zeigen wir euch jetzt. We'll be right back.
freuen uns, dass sich so viele von euch getraut haben, am Jugendfotopreis 2021 teilzunehmen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Hallo, mein Name ist Dominik Kuber. Ich bin Mitarbeiter hier im W1 Zentrum für junge Kultur im Herzen der Regensburger Altstadt. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder als Kooperationspartner des Jugendfotopreises Oberpfalz mit dabei sein dürfen. Ich selbst bin hier im Haus unter anderem für die Sparte Fotografie zuständig. Insofern freut es mich besonders, dass ich auch wieder bei der Jury mit dabei sein durfte. Ich kann so viel verraten, die Jury hat sich wirklich nicht einfach gemacht. Es gab super viele und super viele tolle Einsendungen. Insofern bleibt es spannend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und alles Gute. Wie werden eigentlich die Preise vergeben beim Jugendfotopreis Oberpfalz? Und zwar setzen die sich zusammen zu gleichen Teilen einerseits aus eurem Voting, das ihr auf unserer Webseite abgeben konntet, und zum anderen dürfte die Jury auch mit abstimmen. Bei Uneinigkeit gab es die Jury-Sitzung und die haben dann ganz fleißig diskutiert, wer am Ende die Preise mit nach Hause nehmen dürfte. Neben der Preisverleihung bieten wir euch in jedem Jahr auch ein ziemlich umfangreiches Rahmenprogramm an. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen einstampfen müssen im Zuge der Pandemie. Aber wir haben uns trotzdem riesig gefreut, dass ihr so zahlreich an unseren Workshops teilgenommen habt, die heute Nachmittag stattgefunden haben. Daraus konntet ihr wählen zwischen authentische Fotografie mit Vanessa Caricato, dem Bilderlesen mit Florian Hammerich oder aber einer coolen Fotoreportage, die euch Valentin Goppel vorgestellt habt, der gleichzeitig auch schon vor 2 Jahren selbst einen Preis mit nach Hause nehmen dürfte. Apropos Preis, kommen wir gleich zur Preisverleihung und wie das genau abläuft, erzählt euch der Sebi. So, nun kommen wir endlich zur Preisverleihung der ersten 3 Plätze in den Kategorien 14 bis 17 Jahre, 18 bis 21 Jahre und 22 bis 26 Jahre. Viel Spaß und viel Erfolg! Ich sitze hier mit dem Dominik aus dem W1. Dominik, der Jugendfotopreis geht dieses Jahr in die 6. Runde und du begleitest ihn jetzt auch schon eine lange Zeit mit. Was hat sich in den letzten Jahren für dich geändert? Sebi, du sagst, dass ich darf schon seit einiger Zeit mit dabei sein und was man klar hervorheben muss, sowohl das letzte Jahr als auch dieses Jahr, sind natürlich außergewöhnliche Jahre. Die Rahmenbedingungen haben sich komplett verschoben und ich muss eine Lanze brechen, will eine Lanze brechen für den Jugendfotopreis, dass es immer wieder schafft, auch so präsent zu sein und stattzufinden. Was mir aber auch wichtig ist an dieser Stelle, ist zu betonen, dass es die Fotos sind, die in jedem Jahr anders sind. Also keine Aufnahme gleicht der anderen, das ist herausragend. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass unterschiedliche Menschen eine unterschiedliche Sichtweise auf die Dinge haben. Und das spiegelt sich in den Fotos wieder und das ist gut so. Das hast du sehr schön gesagt, ja. So, nun habt ihr die Bilder aus der Alterskategorie 14 bis 17 gesehen und nun will ich einen Blick in diese gelben Kuverte wagen. Platz 3 in der Alterskategorie 14 bis 17 geht an Rebecca Müller aus Pechbrunn mit dem Bild Ablenkung. Das sagen wir, liebe Rebecca, als Jury dazu. Rebeccas Bild wirkt auf den ersten Blick nicht gerade einladend. Abgebrannte Zigarettenstummel liegen auf einem Haufen, achtlos weggeworfen in brackiges Wasser. Die Faszination des Fotos ergibt sich genau daraus, aus dem Ekel der Ästhetik des Abstoßenden.
Bild- und Textgestaltungen sind gelungen, regen zum Nachdenken an, weil hier ein wichtiges Thema angesprochen wird. Sucht ist seit Beginn der Pandemie aus dem öffentlichen Dasein verschwunden. Und trotzdem ist sie da, wenn auch nur als Ablenkung. Für diesen Tiefgang, liebe Rebecca, gibt es den dritten Platz von uns. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und der zweite Platz in der Alterskategorie 14 bis 17 geht an, lieber gelber Zettel, verrate es uns. Ja, er geht an Linda Mösbauer aus Muschenried mit ihrem Bild Ein großer Schritt. Kopf hoch, weiter so, einen Schritt nach vorne. Besonders in Krisenzeiten sind diese Worte wichtig, bringen uns durch den Tag. Linda hat ihr Motiv daher gut gewählt. Eine starke Bildsprache mit viel Interpretationsspielraum. Die Bewegung im Bild ist gut erkennbar und spürbar. Sie signalisiert, vorwärts, es geht weiter. Auch die Spiegelung ist gut getroffen und bereichert das Foto ebenso wie die gelungene Farbgebung. Das belohnen wir gerne mit dem zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch, Linda. Ja, und jetzt ist es soweit. Platz 1 in der Alterskategorie 14 bis 17 geht an Linda Fischer aus Oberfichtach mit ihrem Bild Mask Personality. Die Jury sagt Folgendes dazu. Trau dich und zeig uns, wer du wirklich bist. Treffender hätte Linda ihr Bild nicht beschreiben können und hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen, beziehungsweise unser Thema. Die Message dahinter ist tiefgründig und klar formuliert. Die Farbgestaltung ist ansprechend. Die Schatten bringen eine weitere Ebene mit ins Bild. Auch der Einsatz der Tiefenschärfe überzeugt und liefert mit dem Text ein stimmiges Gesamtkonzept ab. Hierfür gibt es für uns den verdienten ersten Platz. Ganz herzlichen Glückwunsch. Jetzt sitze ich hier mit Romina von der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz. Romina, du hast seit 2 Jahren die Leitung über diese Veranstaltung. In diesen schwierigen Zeiten, die wir gerade alle durchmachen, mit welchen Herausforderungen hast du dich da konfrontiert gesehen? Im letzten Jahr war es ganz spannend. Da hat uns quasi der Lockdown mitten im Wettbewerb erwischt. Also ich hatte keine Ahnung mehr, ob die jungen Fotografinnen und Fotografen überhaupt noch Fotos machen können, wie es ihnen geht. Ich habe sie einfach nicht mehr erreicht. Das haben wir dann so gelöst, dass wir einfach verstärkt auf Social Media ausgewichen sind und schlicht und ergreifend einfach Instagram zu unserem Hauptkommunikationsmedium gemacht haben. Und im Prinzip die meisten Menschen, die fotografieren, nutzen auch Instagram fleißig, gerade von den Leuten, die wir erreichen wollen. Das hat ganz gut funktioniert. Bei der Preisverleihung mussten wir ziemlich stark improvisieren. Gerade im ersten Jahr haben wir einen Livestream gemacht mit Online-Workshops. Das war für uns noch relativ neu zu dem Zeitpunkt. Hat relativ gut funktioniert auch. Und jetzt im zweiten Jahr haben wir uns dafür entschieden, die Workshops auch genauso beizubehalten, aber die Preisverleihung dann quasi als Video für euch aufzuzeichnen, dass ihr es auch dann nochmal nachschauen könnt, wenn ihr keine Gelegenheit hattet, mit dabei zu sein. Auf jeden Fall eine sehr schöne Alternative. Genau, auf jeden Fall. Und wir hoffen aber trotzdem, dass wir im nächsten Jahr wieder uns in Präsenz sehen können. Das wird einfach auch ein bisschen anders, auch wenn es im Bereich Foto sicherlich auch noch mehrere Möglichkeiten gibt. Auf jeden Fall. Genau.
So, das waren jetzt alle unsere Fotos aus der zweiten Alterskategorie 18 bis 21 und jetzt kommen wir zu den Preisen. Beziehungsweise, wir haben hier in der Alterskategorie nicht nur drei Preise, denn manchmal vergibt die Jury auch sogenannte lobende Erwähnungen, wenn das Bild zwar mega, mega gut ist, aber es halt leider nicht für einen Preis reicht. Damit fangen wir an mit unserer lobenden Erwähnung und die geht in diesem Jahr an. Ins Blaue hinein von Simon Kostial aus Pirk. Und das sagt die Jury zu ihrer Begründung. Ein weites Feld voller Kornblumen und am Horizont parkt ein gleichfarbiger Bus. Das Bild wirkt auf uns ein bisschen wie ein Kinoplakat. Saftige Wiesen, blauer Himmel, Vanlife pur. Konzept und Idee sind stimmig und perfekt aufeinander abgestimmt. Auch fotografisch ist das Foto super umgesetzt. Nur der Bezug zum Thema Trau dich fehlt uns ein bisschen, auch wenn die Geschichte dahinter natürlich sehr, sehr schön ist. Wir möchten diesen kleinen Ausflug ins Grüne trotzdem wertschätzen und vergeben hierfür eine lobende Erwähnung. Weiter so, lieber Simon. Der dritte Preis der Alterskategorie 18 bis 21 geht in diesem Jahr an Decisions Let You Move von Katrin Weindler aus Roding. Und das sagt die Jury dazu. Den Mut haben, bunt zu sein, an Fähigkeiten, an Erfahrungen, am Leben. So beschreibt Katrin ihr Bild, das uns schon durch die intensive Farbgestaltung mitnimmt. Die Message kommt an, das Thema ist stimmig umgesetzt. Die Bewegung im Bild ist toll eingefangen und verleiht Dynamik. Die Freude und Lebenslust dahinter ist beinahe ansteckend und greifbar. Auch die wabernde Farbwolke wirkt sehr ästhetisch und verleiht dem Bild etwas Träumerisches. Für so viele Good Vibes gibt es von uns den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch! Und wir nähern uns dem zweiten Platz. In der Alterskategorie 18 bis 21 Jahre kriegt den das Bild Abenteuer auf Hawaii von Jasmin Alami aus Cham. Bei Jasmins Foto lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Technisch ist das Foto gut gemacht. Die Farbgebung bzw. Nachbearbeitung in Schwarz-Weiß ist sehr ansprechend. Die Kontraste sind nicht zu stark gewählt und lassen das Bild lockerer wirken. Die Message ist vielschichtig und lädt in Verbindung mit dem Text zu einem zweiten Blick ein. Der Schritt ins Ungewisse für die Menschen, die die Wasserleitung überqueren, um von A nach B zu kommen. Wasser wiederum ist der Komfort, der im starken Kontrast zur exotischen Landschaft steht, die an einen Dschungel erinnert. Kultur versus Natur. Eine starke Symbolik, die auch optisch überzeugt. Von uns gibt es dafür den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin. Und jetzt wird's spannend. Platz 1 in der zweiten Alterskategorie, 18 bis 21. Ich öffne ihn ganz langsam, damit wir alle mehr davon haben. Nämlich so rum. Der erste Platz geht an Little Big Heroine von Ann-Kathrin Körner aus Amberg. Und das sagt die Jury zu diesem großartigen Foto. Ann-Kathrin stellt uns auf ihrem Foto einen ganz besonderen Menschen vor. Ihr Geschwister August, ein Mensch, der in keine Schublade passt. Und das ist auch gut so. Das Motiv ist sehr ausdrucksstark und gut getroffen, die Farbgebung eher mild gewählt. Die grobe Körnung des Fotos verleiht ihm etwas Interessantes, ebenso die eindrucksvollen Lichtreflexe. Die Message ist klar und berührt, sei wie du bist, lass dich nicht unterkriegen. Be your own hero. Für so viel Mut gibt es von uns nicht nur ganz viel Anerkennung, sondern auch den wohlverdienten ersten Platz der Alterskategorie. Herzlichen Glückwunsch! Ich sitze hier wieder mit Dominik aus dem W1. Dominik, wir haben ja vorhin schon gehört, dass du den Jugendfotopreis schon länger begleitest, auch als Jurymitglied. Da wollte ich dich mal fragen, was dich an deiner Tätigkeit als Jurymitglied dann am meisten freut. Ja, es ist die Vielfalt und der schier unerschöpfliche Ideenreichtum junger Menschen, der mich immer wieder aufs Neue beeindruckt.
Gleichzeitig muss ich schon zugeben, dass es mich herausfordert, auch als Jurymitglied mich in die Fotos der Fotografinnen und Fotografen hineinzuversetzen, mich hineinzuspüren und so einen doch subjektiven Interpretationsversuch zu wagen. Das fordert mich heraus, macht aber irre Spaß. Klingt doch nach einer sehr schönen Aufgabe. Absolut. Nachdem ihr nun einen Einblick hattet in die Einreichungen in der Alterskategorie 22 bis 26, will ich nun einen Blick in diese letzten drei blauen Kuverte werfen. Es wird spannend. Der dritte Platz in der Kategorie 22 bis 26 geht an Rebecca Ille aus Amberg mit ihrem Bild "I'm beautiful the way I am". Und das sagt die Jury, also wir, dazu. Bei Rebeccas Foto fragen wir uns, wer sich mehr aus der Komfortzone herausgetraut hat. Ihr Model oder gar sie selbst? Das Bild jedenfalls ist ästhetisch und sehr ansprechend gestaltet, die Farbgebung gut gewählt und die Körnung erinnert fast ein wenig an Fotos aus den 70er Jahren. Bild- und Textsprache sind gut umgesetzt und wirken in sich stimmig. Ein guter Grund, dir, Rebecca, den dritten Platz mit diesem Bild zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Spannung steigt und der zweite Platz in der Alterskategorie 22 bis 26 geht an Marisa Koch aus Amberg mit ihrer Einreichung Sunset Shooting. Marisas Bild bietet Spielraum zur Interpretation. Die harten Kontraste sind durch das tolle Licht gut in Szene gesetzt. Das Foto wirkt auch ohne Message, die aber ergänzend als Text das Motiv gut unterstreicht. Ein schönes Spiel aus Schärfe und Bewegung, sehr ansprechend umgesetzt. Dafür verleihen wir den wohlverdienten zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch! So, und jetzt freue ich mich besonders, in der Alterskategorie 22 bis 26 den ersten Platz vergeben zu dürfen. Und dieser erste Platz geht an. Er geht an Clara Hahn aus Regensburg mit ihren Einreichungen Loslassen, Entdecken, Selbst. Und das haben wir uns dabei gedacht. Clara traut sich und zeigt sich uns, so wie sie ist. In einer Mini-Transformation beschreibt sie die Reise zu sich selbst, die sie uns in drei Teilen vorstellt, vom Aufbruch und dem Loslassen alter Vorstellungen und der Angst, mit sich allein zu sein. Über das Entdecken des eigenen Ichs, das Anerkennen aller Facetten, die sie selbst ausmachen, bis hin zum Ziel, dem Ankommen bei sich selbst. Clara hat ihre Serie spannend inszeniert. Durch die Bildgestaltung erhalten ihre Fotos etwas Künstlerisches. Das Thema ist klar, erkennbar und ansprechend umgesetzt. Für so viel Mut und Liebe zur Selbstliebe ziehen wir den Hut und verleihen Clara den ersten Platz in dieser Alterskategorie. Herzlichen Glückwunsch, Clara. Weiter so.
So, und ich darf an dieser Stelle noch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein herzliches Dankeschön aussprechen. Und einige von euch werden in naher Zukunft Post bekommen. An dieser Stelle möchten wir uns bedanken beim Bezirk Oberpfalz, besonders beim Kulturreferenten Richard Gassner, der heute leider nicht hier sein konnte, und beim Bezirksjugendring Oberpfalz sowie den gesamten Vorstand. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei dem JFF, dem Institut für Medienpädagogik, der uns auch dieses Jahr wieder als Mitveranstalter unterstützt hat, sowie beim W1 Zentrum für junge Kultur, das wir hier drehen dürfen. Und an dieser Stelle auch nochmal besonderen Dank an Dominik, der das alles hier ermöglicht hat und auch dieses Jahr wieder Teil der Jury war. Zudem möchten wir uns nochmal bedanken bei der C3 Marketingagentur für die wundervolle Webseite und den Support, sowie bei den Jungs von Oakstone Production für die wundervolle Arbeit an und hinter der Kamera. Bedanken möchten wir uns auch bei Daniel Capulla für das diesjährige Titelbild, sowie nochmals bei der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz, ohne die dieser Wettbewerb nicht möglich gewesen wäre. Bedanken möchten wir uns auch nochmal bei der Jury, die auch dieses Jahr wieder keine leichte Aufgabe hatte, und an den Leiterinnen und Leiter der Workshops. Und zum Schluss natürlich vielen, vielen Dank für die Teilnahme und die großartigen Fotos aller Oberpfälzer Fotografinnen und Fotografen. Ohne euch wäre dieser Wettbewerb nicht möglich gewesen. Vielen Dank. So, das war der Jugendfotopreis Oberpfalz 2021. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Dann hoffentlich wieder in Präsenz. In der Zwischenzeit könnt ihr schon wieder eure Fotokamera schnappen und einfach drauf losfotografieren. Vielleicht kommt ja auch wieder was Cooles dabei raus. Macht's gut, schönen Abend noch und bis dann.